München ist Vorreiter beim Thema Elektromobilität. In einem E-Mobility-Shop der Firma M&P in der Nähe des Bahnhofs kann man alle möglichen Fahrzeuge ausleihen. Das probiere ich heute aus. Ich möchte mit einem Stehroller zum Oktoberfest. Eine Stange, zwei Räder, ein Trittbrett. Vor der ersten Fahrt muss ich einen Schnellkurs absolvieren. Ist ja ganz einfach. Es ist Wiesenzeit in München und ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Schon auf den ersten Metern stellt sich ein Hochgefühl ein. Nicht nur wegen der erhöhten Sicht. Immer mehr Touristen entdecken offenbar diese bequeme Art der Fortbewegung. Bis zu 20 Stundenkilometer schnell rollen die elektrischen Trittbretter durch die Stadt. Mit jedem Meter geht es leichter. Ich kann jetzt sogar rückwärts fahren, ich kann Pirouetten drehen. Vielleicht ist es, sollte man vorher einen Tanzkurs machen oder sowas. Im Englischen Garten treffe ich eine alte Bekannte. Mal sehen, ob meine Freundin genauso gut zu Fuß ist, wie ich mit dem Roller. Du musst schon ein bisschen mithalten. Wir müssen hier nach links. Und ich bin natürlich sehr viel sportlicher unterwegs als du. Es war sehr nett mit dir, also tschüss. Aber jetzt ruft die Wiesen. Leider hat die Polizei etwas dagegen. Ab da ist für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt. Aber gehört das dazu? Das ist ein Kraftfahrzeug. Sind Sie mal drauf gestanden, schon mal auf einen? Nein, nein. In 5 Minuten hat man es eigentlich so drauf. Kostet das zu mieten? 20 Euro. So viel wie 2 Maß Bier auf der Wiesen kostet der Segway pro halbe Stunde. Der freundliche Polizist lässt mich mit meinem Elektromobil nicht aufs Gelände. Sei es drum, in diesem Gedränge sind alle auch sicherer zu Fuß. Jedenfalls nach der 2. oder 3. Maß Bier.